Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Chef Live. Wir hatten ja die Generalprobe beim letzten Mal. Da haben wir ja gekocht für die zwei, für Max und Kasim. Oder für Max. Das ist ja eine Sie und Kasim. Und wir sollten dann ins Büro gehen. Den Katalog haben wir uns beim letzten Mal schon angeschaut. Jetzt schauen wir mal noch hier auf den PC. Willkommen im Verwaltungsfenster deines Restaurants. Du befindest dich gerade auf der Seite Restaurant. Auf jeder Seite findest du Informationen über die Entwicklung deines Restaurants. Auf der Seite Profil sind Informationen zu deinen Fortschritten aufgeführt. Auf der Seite Team kannst du prüfen, wie es deinen Köchen geht. Auf der Seite Stadt sind die Personen aufgelistet, die du kennengelernt hast und deine Beziehung zu ihnen. Auf der Seite frühere Schichten findest du eine Übersicht vorheriger Schichten, was auch nicht stimmt. Weil es wird immer nur die letzte Schicht angezeigt. Wenn ich denn da reingehe, wenn ich das Spiel neu lade, dann ist auch diese Schicht gelöscht. Sehr schade. Auf der Seite Restaurant sind wichtige Informationen zu deinem Restaurant aufgeführt. Hier kannst du außerdem den Namen und das Logo deines Restaurants ändern. Diese Anzeige spiegelt deine Gäste wider. Jeder gefüllte Platz steht für einen neuen Gast. Gäste mit einem Herzsymbol sind Stammgäste. Sie lieben dein Restaurant und geben mehr Trinkgeld. Die Hygieneanzeige gibt an, wie es um die Hygiene in deinem Restaurant bestellt ist. Behalte sie im Auge und weise ein Teammitglied an, zu putzen, wenn es nötig ist. Die Verantwortungsbewusstseinsanzeige gibt an, wie sehr du bemüht bist, umweltfreundlich zu arbeiten. Ein hohes Verantwortungsbewusstsein wirkt sich positiv auf die Stimmung deines Teams aus. Alles klar. So, Verantwortungsbewusstsein ist hoch. Preis auf der Karte sind neutral, ich weiß nicht, einstellen kann ich da nichts. Niveau der Küche, wir haben eine Imbissküche, wir sind seit 4 Tagen offen. Das Restaurant heißt Restaurant. Da würde ich bitte sagen, dass das noch bei Bo Bett heißt. Ich würde gerne die Blätter haben wollen und bestätigen. So. Das habe ich, glaube ich, vergessen auf dem Anzug, dass ich das einstelle, aber ist egal. Ansonsten, man kann hier nichts machen. Also, da kann ich, keine Ahnung, Stammgäste, wir haben einen Stammgast. Wir können hier nichts weiter. Wir können nur den Namen und das Logo bearbeiten. Bei Profil können wir nur unsere Namen bearbeiten. Weil ich könnte mich jetzt halt auch, keine Ahnung, Anna nennen. Team, Kasim, der ist Stufe 3, ist zwar spezialisiert auf Fisch- und Meeresfrüchte, aber er kann das jetzt noch nicht machen. Also er ist jetzt, wenn dann, zuständig für Saubermachen jetzt dann. Statt, wir kennen bis jetzt nur Max und frühere Schichten. Wir sehen halt jetzt dieses, was wir gekocht haben beim letzten Mal. Und das war es dann auch schon. Neues Einführung, was? Begib dich zu deinem Bürosessel. Das ist der hier. Du kannst dich in deinem Sessel ausruhen, um den Zeitablauf zu beschleunigen. Wenn jemand mit dir sprechen möchte oder etwas Wichtiges geschieht, wird der Zeitablauf unterbrochen. Alles klar? Okay, wir müssen uns da mal hinsetzen. Schließen, können dann jederzeit auch wieder aufstehen und das war's dann. So. Jetzt. Jetzt. Jetzt wollte ich nochmal gucken, kann ich jetzt was ändern im Gastraum? Ja, jetzt können wir was ändern. So, zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte die Lampe hier anders haben, ich möchte hier einen Garderobenständer haben, dann könnte ich das machen. Ne? Aber Lampe finde ich eigentlich ganz okay, können wir also lassen. Hier gibt es diese eckigen Lampen, die sind halt überall hier verteilt an den Wänden. Da könnte ich dann auch ändern in diese runden Dinger. Ist halt für dieses Dingsbums hier ganz interessant, ne? Also ich würde sagen, ja, das machen wir und das überall anwenden. Dann haben wir überall eben diese Lampen. Wir können die Theke ändern. Leider gibt es nur diese beigefarbene Bar. Also die könnte man dann auch noch ändern. Oder das da könnten wir jetzt halt machen. Ne? Dass wir dann wieder dieses Dingsbums hier haben. Und bei den Lampen gefallen mir eigentlich diese hängenden Lampen besser wie diese Dinger hier. Das hat sowas von Kneipe irgendwie. Das schaut irgendwie ein bisschen edler aus. Mein Gott, das ist eine absolute Geschmackssache, das ist klar. Die haben wir schon eingerichtet. Da könnten wir mal noch gucken. Ja, da haben wir jetzt halt nur das. Also lassen wir das. Die Wand, da können wir was hinhängen.
wäre jetzt zum Beispiel. Das hängt aber gescheit hoch, ey. Machen wir jetzt die Uhr hin. Ja, machen wir jetzt die Uhr hin. So, das Ding gefällt mir eigentlich ganz gut. Da machen wir jetzt einmal einen Garderobenständer hin. So, hier können wir noch was hinhängen. Da machen wir aber bloß das Bild hin, würde ich sagen. Die Lampe haben wir schon geändert. Hier kann man noch was hinmachen, glaube ich. Nee, es geht nicht, weil das Ding da steht. Da könnten wir, wenn dann ein Bodending machen, dann würde die Lampe da noch mit dabei sein. Ja, und das war es dann auch schon. Mehr kann ich nicht machen. Die Farben kann ich auch nicht ändern. Oder kann ich die Farben irgendwie ändern? Nee. Das ist auch wieder der Tisch da, ne? Da fände ich das aber. Nee. Nee, da war es, ist dann das da schon besser. Oh ja, die Lampe, die muss ich noch mal. So, dass da hinten die Lampe eben auch so ist. Decke oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich die Decke ändern kann, ob ich den Boden ändern kann. Keine Ahnung. Da geht nichts. So. Zutaten haben wir schon. Also Symbole verbergen ist, sind diese Zeichen hier am Boden. So, und das war es dann schon. Gut. So, die Zeit läuft. Es ist, geht jetzt langsam in den Vormittag. Vormittag kann man dann natürlich nutzen, um Sachen vorzubereiten. Und da wir ja unser Menü kennen, würde ich sagen, fangen wir jetzt halt einfach mal an mit dem Mozzarella. Mit dem Vinegar, dann machen wir gleich zwei, würde ich sagen, weil ich eben nicht weiß, was kommt. Es könnte sein, dass da zwei Gäste das wollen. Keine Ahnung. So, und wie man sieht, also das Geschirr ist weg. Ich weiß nicht, wieso es heißt, ich soll das aufräumen, wenn das dann am nächsten Tag eh wieder sauber ist. Also ich muss das nicht machen. Also wenn, dann sollten die hier noch irgendwas einbauen, dass das auf jeden Fall gemacht werden muss. Endlich ist der große Tag gekommen. Wir arbeiten seit Monaten darauf hin und jetzt eröffnen wir. Jetzt, da alles bereit ist, kann ich meinen Platz als Koch einnehmen. Du kannst mir also Aufgaben übertragen. Du Lügner, das stimmt doch überhaupt nicht. Eine Aufgabe zuweisen. Sprich mit einem der Köche, um ihm eine Aufgabe zuzuweisen. Für den Anfang kann Kasimir nur das Restaurant putzen zugewiesen werden. Beachte, dass die Stimmung deines Teams steigt, je höher dein Verantwortungsbewusstsein ist, das lässt sie effizienter arbeiten. Hygiene, bittest du einen Koch, das Restaurant sauber zu machen, erhöht das die Hygiene, die in der Übersicht in deinem Büro angezeigt wird. Während eines Hygienenotfalls musst du einem deiner Köche die Aufgabe, das Restaurant putzen, zuweisen, um zu verhindern, dass deine Hygiene weiter sinkt. Sich um einen Hygienenotfall zu kümmern, kostet Zeit. Also reinige dein Restaurant besser regelmäßig. Also man kann anscheinend auch Ratten oder sowas bekommen. Ist in Ordnung. So, machen wir mal zu. Bleiben wir nett. So, Redebedarf hat er, der Herr How's it Kelly. going? Need help? So, und der schiebt mich auch durch die Gegend, was ich auch ganz komisch finde. Also er ist auf jeden Fall jetzt am Putzen. Und wir machen erst einmal unser Vinegar-Zeug. So, ich werde mir gleich nochmal Salz und Pfeffer reinholen. Das ist. So. Dann rühren wir dich mal um. Hier ist auch so ein Achtungszeichen bei der Hitzestufe. Also ich würde das nicht auf die Stufe 3 schmeißen. So. Also ich würde es nicht auf Stufe 3 machen. Das reicht absolut, wenn ihr das auf Stufe 2 köcheln lasst. Weil, wie gesagt, das ist ja auch mit dem Umrühren, ist es ja auch noch die Sache, ne? So, das ist auch ein ganz komischer Herd. Ich meine, klar, das ist gleichzeitig auch eine Ablage, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ich so einen Herd mir hertun würde. Ja, mach ne. Ich zähle auf dich. I count on you.
So, und wenn es einem dann doch zu schnell geht, dann kann man es hier runterstellen auf die Stufe 1 von der Flamme her, ne? So, nochmal ein wenig hochdrehen, dass wir vielleicht da ein bisschen eher fertig sind. So, und jetzt ist es beim Umrühren eben auch so, wenn ich jetzt umrühre, es ist trotzdem hier im Gange. Also da muss man echt aufpassen. Nein. Ab in den Kühlschrank damit. So, umrühren. Wunderbar. So, dann warten wir mal noch ganz kurz und dann nehmen wir es auch vom Herd. Dankeschön. So. Abspülen muss ich halt dann nur, wenn ich sage, ich habe jetzt, ja, keine Ahnung, keine Töpfe mehr oder sowas, ne? So, nehmen wir den mal runter, den stellen wir jetzt einfach daher. Can't wait to get cooking. Ja, wenn es da kochen tätst, das wäre ja super. Aber du magst ja nichts außer putzen. So. Machen wir halt einfach mal das. Und das ist jetzt eben das Schöne, ich drücke nur noch einmal E. Oder besser gesagt zweimal, weil wir wollen ja die Scheiben haben. Und dann wird es automatisch gleich geschnitten. Also ich muss da nicht extra nochmal irgendwas klicken. Ist ja auch alles eine Zeitsache, ne? Halt, bleib da. Machen wir nämlich die zwei Tomaten dann auch gleich. So. Was man jetzt machen kann, und das finde ich ganz gut, ich kann den Mozzarella schon vorbereiten. Also das, soviel ich weiß, hat funktioniert. Ich kann quasi das da schon fertig machen und dann auch hier im Kühlschrank platzieren. Deswegen würde ich sagen, machen wir das auch. So, anfangen. Das wird automatisch dann hin. Hier muss ich dann die 1 drücken, dass ich noch würzen kann. Das darf man halt nicht vergessen, ne? Ja, auf zu quatschen. Perfekt. Und wenn ich jetzt rausgehe aus dem Würzen, wird automatisch dann die Soße mit draufgegeben. Also man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man da die Gewürze noch drauf macht. So. Es fehlt viel Salz, dann machen wir gleich 2 Prisen. Perfekt, wunderbar. So, es ist vorbereitet, aber es ist noch nicht fertig, um es mal so zu sagen, ne? So, und deswegen, die können wir jetzt reinstellen, weil zum Zubereiten, zum Vorbereiten müssen wir dann quasi daher und da brauchen wir eben den Basilikum noch mit dazu. Deswegen würde ich sagen, nehme ich mir auch gleich zweimal Basilikum raus und schmeiße den gleich mal mit rein. Müsste ich jetzt nicht machen, aber so habe ich es halt dann im Blick, ne? Da sehe ich dann gleich, ach ja, stimmt, den Basilikum, den muss ich ja. Hm, ihr wisst schon, was ich meine. So, es könnte jetzt natürlich sein, dass Fisch bestellt wird. Deswegen ist schon mal ganz gut. Wir können die Seezunge vorbereiten. Ich muss nur mal ganz... Hör auf, mich durch die Gegend zu schieben. Das ist... Oh. Ich hoffe, das wird geändert, ne? Ich nehme mal 2 Mehl. Weil ich möchte nämlich nicht nur den einen dann hier machen, sondern eben auch 2. Kann jetzt natürlich sein, dass das umsonst ist, das Vorbereiten. Das ist ganz klar. Aber es kostet uns ja nichts. Wir kaufen einmal die Zutaten und dann haben wir sie da. Also wenn wir 3 Gäste bekommen, kann es natürlich sein, dass auch 3-mal Fisch bestellt wird. So, raus da. Dann, genau. Zack, einmal hin. Einmal panieren, bitte. Nee, bitte hier den Fisch. So, hier können wir nichts weiter vorbereiten. Wir können nur den Fisch jetzt schon mal vorbereiten. Ist ja auch schon mal was, ne? Ist ja auch schon mal eine gute Vorbereitung, wenn wir 2-mal Fisch haben. Einmal auf Teller, einmal ohne.
So, dann können wir vorbereiten für das Fleisch. Wir können. Ach ja, die Bohnen müssen wir auch noch machen. Bohnen, machen wir How's zweimal it going today? Kartoffeln. Seht ihr das? Könnt ihr euch vorstellen, wie mich das triggert? Könnt ihr euch das vorstellen? So, schnappen wir uns erst einmal den Topf für die Bohnen. Ja, ist in Ordnung. So, einschalten, platzieren, wir fangen an. Können das gleich nochmal ein wenig höher drehen. Es fehlt viel Salz, dann kann man gleich zweimal drücken. Perfekt, wunderbar. So, das mache ich jetzt nur mal schnell fertig hier. So. Topf nehmen. Nicht die Schüsseln rausnehmen. Also nicht auf Space drücken, sondern den Topf nehmen, bitte. Platzieren und dann wird es nämlich auch zum Glück da stehen bleiben. Zum Glück, zum Glück. So, dann machen wir mal die zwei Kartoffeln. Also ein zweiter Kühlschrank ist auf jeden Fall notwendig, weil wir haben jetzt halt hier vier Sachen. Die kriegen wir auch nicht mehr unter. Wir kriegen. Ja, machen wir zweimal die Pommes, einmal das da. Oh, wir könnten mal gucken, was ein Kühlschrank kostet. Sprich mit dem Gast an der Tür. Nee, der soll jetzt warten gefälligst. Was kostet denn ein Kühlschrank? Der kostet 300, ne? Und ich habe gerade mal 140. Ja, okay. Ist okay. Dann quatschen wir mal mit dem. Ist das hier das neue Restaurant? Ich bin nur gekommen, um Sie in unserer schönen Stadt willkommen zu heißen. Ich werde versuchen, in den nächsten Tagen zum Essen vorbeizukommen. Ich will unbedingt sehen, was Sie auf der Karte haben. Ja, toll. Danke fürs Gespräch. Ich finde es ein wenig schade, dass ich die Preise nicht selber bestimmen kann. Genau, und das mit dem Stern, das wird irgendwie häufiger bestellt und irgendwie habe ich. Ja, kann ich nicht mehr ändern. Aber irgendwie soll es so sein, dass das Gericht, was ganz oben steht, eher bestellt wird wie eins von den unteren. Also das quasi am häufigsten, das am zweit- und das am dritthäufigsten. Deswegen ist es vielleicht jetzt auch nicht unbedingt schlecht, dass ich zweimal Fisch vorbereitet habe. So, die Schalotten, die lasse ich da. Die kann ich, glaube ich, nicht mehr reinräumen in den Schrank. Nee, einmal geschnitten ist geschnitten. So. Was könnte ich noch vorbereiten? Ich habe mal gedacht, dass man das Fett vielleicht hier, ne, schon mal heiß machen kann. Aber das schaltet sich wieder ab. So, und da hat man halt nur diese 9 Plätze. Das ist ein wenig wenig, muss ich sagen. Na gut, wir könnten dann. Ich glaube, die Schalotten in meiner Tasche, die verschwinden dann sogar. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber. So, machen wir mal Zeitraffer. Hey, ich habe beschlossen, eine Oberkellnerin einzustellen, die das Servicepersonal leitet. Heute unterstütze ich sie, damit sie sich schnell zurechtfindet. Ah, da ist sie ja. Hallo Chefin, ich bin Pari. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich werde mich im Gastraum um alles kümmern. Ich weise die Bedienungen ein und betreue die Gäste, damit sie sich auf die Küche konzentrieren können und nur auf die Küche. Da wir gerade von den Gästen sprechen, die werden in Kürze eintreffen. Ich muss mich bereit machen. Pari, du hast Pari kennengelernt, die Oberkellnerin deines Restaurants. Sie ist eine erfahrene Kellnerin, freut sich auf ihre neue Aufgabe und führt ihr Team mit viel Elan. Ja, wunderbar. So, und das finde ich halt wirklich schade, ne? Ich muss im Grunde diese Pari als Kellnerin oder Oberkellnerin annehmen und später haben wir dann hier noch ein oder zwei,
Kellner, die hier rumlaufen. Also ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Und das denke ich mir auch, naja, eigentlich gehört es doch mit dazu, oder? Wenn ich jetzt sage, ich bin hier Chef live, ne? Das Leben eines Restaurantbesitzers, eines Kochs. Und das Restaurant gehört mir ja, also auch wenn nur anteilig, mit meinem Kasim hier, aber finde ich ein wenig schade, dass ich da nichts mitreden kann. So, öffnen kann ich noch nicht, deswegen werde ich jetzt halt nochmal vorspulen. Jawohl, da steigt man eh aus. Es ist Zeit, das Restaurant zu öffnen. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz was gucken. Ah, die Schalotten habe ich sogar noch drin. Naja, dann. So, lasset uns denn mal loslegen. Das wäre es. Alles ist bereit. Zeit, die Türen zu öffnen. Ich kann es nicht glauben. Wir öffnen wirklich unser eigenes Restaurant, wie wir es uns auf der Kochschule immer erträumt haben. Ich weiß, dass wir das Zeug dazu haben, eines der besten Restaurants der Gegend zu werden. Wir können das schaffen. So, mach mal auf. So, und ab dem Moment kann ich eigentlich nichts mehr vorbereiten oder sonst was. Ab dem Moment bin ich nur noch in der Küche. Da ist auch dann die Tür zu. Ne? Ich habe da draußen nichts zu suchen. Die Leute dürfen mich nicht sehen. Und wie ihr seht, die Schalotten in meinem Inventar sind weg. Salz und Pfeffer ist weg. Also finde ich nicht gut. Finde ich absolut nicht gut. Also könnt ihr mir gerne sagen, was ihr davon haltet. Also ich finde es nicht gut, dass die Sachen verschwinden. So, zweimal das da haben wir ja schon vorbereitet. Das Basilikum. Vielleicht wird ja zumindest einmal bestellt. Schauen wir mal, wenn Schnitzel bestellt wird, dann könnten wir gleich mal. Ne, wir warten mal ab. Wir kriegen ja dann gleich die Bestellung. Das Fett kann ich gleich wieder anmachen, weil das ist ja ausgemacht. So, zweimal Steak und einmal. Okay. Das ist Fisch. Das zweite noch raus, weil die lassen wir dann nämlich gemeinsam durchbraten gleich. Ja, mach. So. Wir können. Zwei Pfannen hier rausnehmen. So. Können das da gleich mal hinschmeißen. Das gleich mal hinschmeißen. Dann brauche ich noch eine Schalotte. So, nehmen wir gleich noch die zweiten Schalotten raus. Und nehmen auch gleich die Pommes mit raus. So, wir brauchen eins auf Stufe 1 gemacht. Hier, das da bitte. Anfangen, danke. So, hier dann auch gleich. So. Dann schmeißen wir Schalotten mit rein und würzen auch gleich. Es fehlt viel Salz und viel Pfeffer. Jetzt habe ich aus Versehen dreimal auf Salz. Perfekt. Oh Gott, habe ich Glück. So, dann gleich wenden bitte. Ui, Schalotten vergessen. Ja, okay, das kannst du vergessen. Und das ist jetzt halt der Moment, wo ich es hasse, wenn ich irgendwie. Wenn irgendwas eilt, ne? Ja, das ist okay.
So, das ist jetzt, hat jetzt etwas mit der Nachhaltigkeit zu tun, ne? Damit abspülen geht mir nichts an. So, jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Und weil ich natürlich die eine Schalotte verbraucht habe und das eine Steak, brauchen wir das natürlich nochmal. Ich hätte die Flamme runterdrehen müssen von der Pfanne. Das war mein Fehler. So, schauen wir gleich nochmal. Nicht genug Salz, nicht genug Pfeffer. Perfekt, alles klar. Einmal die Schalotten mit rein. So, wenden tue ich es erst, wenn es die Stufe 1 durch hat. Oder fast durch hat. Sondern brauchen wir das Steak mit 2. Also mit diesen 2 Flammen. Also von daher warte ich jetzt mal ganz kurz. So, wir haben auch beides. Gut. Deswegen drehe ich es jetzt halt noch einmal um, sondern wende ich es jetzt noch einmal. So, und dann können wir das Steak nehmen. Wir schmeißen die Pommes rein. Das hätte ich eigentlich auch schon währenddessen mal machen können. Steak drauf. Ja, und deswegen habe ich auch die Geschwindigkeit rausgenommen, weil das ist was für mich, das was mich wahnsinnig macht. Wenn ich irgendwo eine Zeitvorgabe habe, wie lange ich für etwas brauchen darf. So. Damit haben wir die ersten Pommes. So, wir schnappen uns dann das Essen. Wir schnappen uns das da. So, ist eigentlich egal, was wir machen. So, Gericht servieren. Nice plating, Chef. Makes you want to eat it. Ja, ja. Ist in Ordnung. I'll take that. So, und dann haben die nämlich auch so gut wie gleichzeitig ihr Essen. Das erste habe ich halt verhauen, ne? Da hätte ich wirklich runterdrehen müssen. I'll serve that right now. So. That smells so good, Chef. Ja, habe ja auch ich gekocht. 102 Erfahrungspunkte. Ach, das waren nur die 3. Okay. Alles klar. Treue Gäste. So. 100%. So wie es sich gehört. 3 Dollar mehr. 2 neue Gäste. 2 Stammgäste haben wir gewonnen. Gesamteinnahmen 48. 102 Punkte. Und fantastisches Essen. Werde definitiv wiederkommen. Ausgezeichnet zubereitet, hochwertige Zutaten. Wunderbar, so soll es sein, oder? Genau so soll es sein. Wunderbar. So, Schicht beendet. Was jetzt halt eigentlich noch wichtig ist, also das, wo ich halt sage, ne, die 2 Kellner, stört mich ein wenig, dass ich das nicht beeinflussen kann. So, jetzt halt haben wir hier dann 2 Möglichkeiten. Und zwar, entscheide, ob du weiter ohne Zeitbeschränkung in der Küche üben oder zum nächsten Tag springen willst.
Hier ist es halt, wenn wir bleiben, dann können wir lernen, ne, können wir noch ein bisschen uns perfektionieren oder wir gehen zum nächsten Tag und dann ist das gleiche Spiel wie jetzt halt an dem heutigen Tag. Ich mache jetzt halt mal hier das. Genau. Nach Abschluss der Abendschicht üben. Bleibst du nach der Abendschicht noch, kannst du ohne Beschränkungen oder Zeitlimit an deinen Rezepten arbeiten. Ideal zum Erlernen von Rezepten. Zu dieser Zeit musst du dir keine Gedanken um das Restaurant oder die Gäste machen. Dein Lagerraum ist abgeschlossen und du kannst die Speisekarte nach Belieben und ohne Folgen ändern. Nutze diese Zeit, um deine Technik zu verfeinern, neue Rezepte zu erlernen und Speisen auf neue Weise anzurichten. Du kannst die freie Zeit auch nutzen, indem du dich an die Arbeitsstation Labor begibst, kostenloser DLC zum Herunterladen, den habe ich schon. An dieser Station kannst du dein gesammeltes Wissen nutzen, um eigene Rezepte zu erstellen. Zum nächsten Tag willst du den abendlichen Trainingsmodus verlassen, begib dich einfach zur Tür des Restaurants. Hinweis, wenn du die Tür benutzt, springst du automatisch zum nächsten Tag. Alles klar. Also man kann jetzt halt hier dann eben sich, man kann die Möbel umstellen, ne, wenn man sagt, okay, ich mag jetzt die Warmhalteplatte lieber da hinten haben oder die, keine Ahnung was, ich mag hier nochmal was herstellen, ne, oder ich habe zum Beispiel in dem ersten Spiel, was ich gemacht habe, hier dann nochmal eine Wärmeplatte hergestellt. Sinnvoller wäre es gewesen, den zweiten Kühlschrank herzustellen, aber ist egal. Wie ihr seht, ich habe auch kein Geschirr hier mehr zum Saubermachen. Also das ist absolut irrelevant, das Zeug sauber zu machen. Finde ich auch schade, dass darauf nicht geachtet wurde. Ne? Dass man sagt, okay, also das Geschirr sollte schon gespült werden. Und wenn es nicht gespült wird, dann steht es am nächsten Tag immer noch da. Also irgendwie so. Das fehlt mir ein bisschen. Und das hier ist das Labor. Und ich kann es nicht nutzen, weil ich noch nicht genug Rezepte kenne. Also man muss hier wirklich noch eine ganze Zeit lang was machen, bevor man das Labor freischalten kann. Aber so weit mache ich es jetzt gar nicht mehr. So, wir könnten uns jetzt halt noch eben zum Beispiel diese Suppe lernen. Orangen, Karotten, Minze. Können wir ja mal machen, ist ja egal. Ja, ist in Ordnung. Was wir allerdings brauchen dafür, das ist das Tablett. Und ich glaube, wir brauchen einen Mixer, kann das sein? Ich weiß es jetzt gar nicht. Genau, also wir bräuchten hier diesen Mixer ganz links unten und den haben wir noch nicht. Den müssten wir uns quasi erstmal kaufen. Ich weiß jetzt bloß nicht, was der kostet. Schauen wir halt einmal. Der Mixer. Da ist er. Der kostet nur 60. Also im Grunde kostet er nicht viel. Aber ich muss ja die Suppe auch nicht mit draufnehmen auf die Speisekarte. Vor allem, wenn ich mir das so anschaue, dann hat es sehr viele Schritte. Und ich bin halt einfach nicht so der Kochkerl. Ich bin nicht so der Kochtyp, der sich jetzt dann wirklich hier in dem Spiel stundenlang hinstellt und Zeug schnippelt und vorbereitet und so weiter. Von daher sollte es heute sowieso der letzte Part gewesen sein. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Es gibt viele, denen dieses Spiel extrem gut gefällt. Also mir gefällt es auch. Das ist nicht so, dass ich das Spiel schlecht finde. Aber für ein Let's Play ist es für mich einfach, nein, ein No-Go. Also das mache ich nicht. Ich hoffe, da habt ihr Verständnis für. Wenn euch der Part heute gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen über ein Like. Schreibt mir auch gerne was dazu in die Kommentare. Nicht vergessen, Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr von meinen anderen Let's Plays oder Angezockt verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.